So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Pixel Piracy bei Achiever. In der letzten Folge haben wir ein paar Leute verloren wegen Moral, wegen Hunger. Und Moment, ich halte mal kurz an, bevor die noch mehr verlieren. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Und zwar folgendermaßen. Ich schaue erst mal, wie viel Moral ich die stehen gelassen habe. Schon noch einiges. So. Können wir dem noch was geben? Plus 1 Damage. Ja, einfach nur, dass die voll equipped sind. So, du auch. Ja, irgendwas. Erst. Sind die voll equipped. Und zwar hier die Insel ist nicht mehr so wichtig für uns. Wir haben eh kein Gold. Deswegen jetzt die Frage. Ja, wir segeln zu den Stufe 2 Piraten. Holen uns dann langsam aber sicher. Safe Game. Holen uns dann langsam aber sicher die Bounty, die uns noch zusteht. Und die Gedanken, die ich mir gemacht habe, sind folgende. Wir brauchen mindestens zwei, die durchgehend angeln. Ja? Dann brauchen wir nochmal zwei, die das dann auch kochen. Dann haben wir schon mal dafür gesorgt, dass das Essen halt vorhanden ist. Und dann müssen wir mindestens drei Personen beibringen, wie sie Scheiße aufräumen. So, dann greift mal an. Die armseligen Piraten hier. Ich mit meiner Angel werde die fertig machen. Und das war's schon. Wie, die haben Hunger. Ja. Ah, wie kann die Moral denn bitte so schnell sinken? Das ist. Das liegt 100 Pro einfach nur an der Scheiße auf unserem Schiff. Und ich kann. Mal schauen, ob ich sie bezahlen kann, nachdem ich das zerstört habe. Nee, kann ich nicht. Aber ich kann weiter segeln. Oh, aber bestimmt nicht so weit. Nee, hier haben wir auch nichts. Nee, wir segeln einfach direkt dahin. Ich schaue, dass ich den wichtigeren von den beiden bezahlen kann. Aber wer ist wichtiger? Ne, Moment, ich kann beide bezahlen. Hopp. Jetzt. So. Mindestens drei Personen müssen das Schiff aufräumen. Wenn nicht sogar vier. Ich meine, die Punkte werde ich sogar gerne vergeben. Aber wir müssen halt die ganzen Sachen erstmal kaufen. Und na, Moment. So. Und der ist jetzt schon wieder mit dem Moral. Kann ich den bezahlen? Der ist auch gierig. Ich überlege.
Der ist. Ich hoffe, der hält noch durch bis zur Stadt. Und den verkaufe ich dann. Und kaufe mir dann zwei andere dafür. Falls das Geld reicht. Oh Gott, wir müssen wieder plündern gehen. Wir müssen wieder richtig viel plündern. Ich meine, ich werde noch eine Angel brauchen. Damit ich zwei habe, die Angel. Und die kostet ja 100. Ich würde sogar drei haben wollen, die Angel. Ja, und der räumt irgendwie auch nichts mehr auf. So. Dann gehen wir mal zur Bounty. Bounty Board, wollte ich sagen. Nicht wahr? Mal schauen, ob er es bis zur Bar schafft, dieser gierige. Ja, er schafft es. Weil wir hatten ja das ja schon mal, dass die auf dem Weg dann meinten, ja, nee, du, ich mag dich doch nicht. Yay! 69 Gold, wow. Und wir werden berühmter. Wanted Dead, bla 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 bla, Bounty Paper Proof. Ja, okay. Machen wir was anderes, bleibt ja eh nicht übrig. So, wo wäre das? Oh, wieder so weit weg. Nee, ich segel nach oben. Hier ist keine Taverne. Da hinten wäre eine. Ich segel hier in dieser Richtung. So entlang. So. Und ich wollte mir, ich wollte den einen verkaufen. Oha. Die sind ja so viel wert, aber. Wahnsinn. Wen wollte ich denn verkaufen? Den gierigen. Ja, dann tue ich mal seinen Speer weg. Das braucht er auch nicht. So, vielleicht wird der mehr wert, wenn ich ihn auch noch ab und Alfonso Kurosaka. Alfonso Kurosaka. Aber so 150 können wir uns 70 und 70, 140, dann wird zwei mehr. Und ja, müssen halt immer noch dafür sorgen. Dass wir die Rezepte kriegen. Jetzt weiß ich nicht mehr, in welcher Stadt es war. Egal, fängt mir dann schon. Jetzt warte ich nur, dass die Moral ein bisschen steigt. Hoffen sie sich halt zu. Nein. Was soll's. Seid ihr alle happy? Der Falconi noch nicht ganz. Aber das wird schon. So, Männer. Dann auf geht's. Wir müssen uns beeilen. Ich würde sogar lieber Piraten farmen. Jedoch weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Vor allem, die sind alle so weit weg. Schaue ich gleich. So, World Map. Ja, wir sehen nicht mal welche. Wir haben schon einiges gut wegradiert. Mist. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Die Inseln sind... Alle Stufe 2 Inseln sind nicht so... So interessant jetzt.
Stufe 2. Ich segel mal zu der. Oder lieber. Ah, nee, das schaffen wir. Ich segel zu der. Safe Game. Vernichte alles, was dort ist. Loot ein bisschen. Und. Oh, ich. Null Gold, wirklich. Und die haben gerade zu fünft simultan geschissen. Zu fünft. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist schon wirklich eine Kunst. Oh, Monster in der Nacht. Was ist das? Ich sehe es nicht. Moment. Ach, ich dachte, ich will sehen. Ich sehe es nicht. Ich will sehen. Ein Fischmensch. Ja, krass. Und der hat uns viel XP gegeben. Ja, krass. Der hat ja auch einen von uns getötet, glaube ich. Einen von den Neuen. Ja, einen von den Neuen. Ja, das ist praktisch. Ja, egal. Stürmen wir einfach mal drauf los. Ich rüste mir noch schnell hier die Axt aus. Oh, und dem Neuen gebe ich auch was Geiles. Hier ein Speer. Da kommt, wer seid ihr denn bitte? Geht nicht zu weit. Nein! Voll nicht hin. Greift den Busch an. Ehrlich sagen, ich habe auch null Überblick hier. So, bitte nichts Schlimmes. Ah, ein DP mehr, das ist gut. Bisschen Gold und nichts mehr. Wir haben Hunger, deswegen werde ich auch gleich Food. Wir haben noch eine Wassermelone, das ist gut. Das auch. Ich meine, ich hau einfach mal alles drauf. Wird ja nicht schlecht, hoffe ich. Wir haben jetzt nicht wirklich viel Gold gemacht, 54. Ich hätte mehr gehofft. Moment, dann kriegt er noch das Messer, dass er besser kochen kann. Und wir gehen gleich weiter. Ich dachte, es wäre schon wieder einer von uns gestorben. Und zwar zu den Piraten. Wir brauchen dringend Gold. Ach so, er kann auch die Leichen wegkicken. Dann sorgen die also auch zum Moralverlust. So, und gleich wieder auf die Angel. Wo ist die Angel? Hier und du. So. Auch wenn wir gleich ankommen, ich hoffe, ich fange noch einen Fisch bis dahin, auch wenn gerade nicht so viele rumschwimmen. Und wir haben keinen Fisch gefangen, aber. Dafür kriegen wir gleich viel Gold. So, komm. Ich will erbarmungslos alle niedermetzeln. Und den einen noch bezahlen, weil sonst. Nee, das schafft er noch. Oh,
Moment. Der ist ja fast am Sterben. Der darf sich schon zurückziehen. Bringt es, wenn ich ihn jetzt abhe? Nein, er wird nicht geheilt. Mist. Okay, das sollte reichen. Zu machen. So, geht ihr zurück. Dass wir auch sowas wie ein Schiffssatz da haben. Moment, da ist noch was. So, ein Grindstone. So, kommt jetzt alle. Hat der noch genug Moral? Nicht, dass er auf dem Schiff... Ja! Dann sprengen wir das. Wir zahlen die Moral von allen. So. Dürfte reichen. Gerade noch so, das ist ja... Ah, es ist ekelhaft. Rüsten die Angel aus. Und gehen weiter zu den nächsten drei Piraten. Ja, wir rushen hier einmal komplett durch. Die nicht mehr. Und hoffen, dass... Nee. Ich rush nochmal zu. Zu den nächsten Stufe 3 Piraten. Und dann... Gehe ich zu der Stadt, hoffe, dass da eine Taverne ist. Und fahren dann die anderen drei übrig gebliebenen. Der Hector. Kann ich den... Ich schaue später, ob ich ihn heilen kann. So, gleich wieder die Axt. Mehr Stärke, mehr Crit. Zwei Stück lasse ich mir übrig. Und wir greifen natürlich an. Außer du. Du bleibst hier. Stier! Oh nein, geht weiter. Bevor ihr runtergeschmissen werdet. Nein, du sollst da bleiben. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Jetzt stirbt er auch nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich ihn. Du. Und tschüss. Er hört nicht, hoffentlich. Hungert hat keiner, also ich weiß es nicht. Hier wäre, ich weiß es nicht, weil wenn da keine Taverne ist, dann bin ich halt wirklich, da muss ich bis ganz nach unten segeln. Ach, was soll's, das machen wir. So, wie wir zurechtkommen werden, vor allem mit der Moral und mit dem Hunger und wie wir die nächsten Piraten rushen werden, das seht ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.